Ganz ehrlich, wenn du genau wüsstest, du könntest nicht scheitern, du hättest auf jeden Fall Erfolg. Was würdest du dann ab heute anders machen? Ein paar Dinge, vermute ich mal. Also diese Frage, als die mir in meinem früheren Leben mal begegnet ist, habe ich mich wirklich mal hingehockt und habe mir mal aufgeschrieben, wenn ich genau wüsste, dass ich nicht scheitern könnte, was ich dann wirklich gerne alles in meinem Leben hätte. Anders hätte, anders machen würde. Dazu würde ich dich heute mal gern einladen. Stell dir mal vor, man könnte mal wie bei einem Computer so Format C in unserem Kopf machen. Wäre nicht für alles gut, weil dann müssten wir ja vieles auch noch mal neu lernen. Und wenn es Essen mit Besteck ist und Trinken aus der Flasche, aus der Tasse und so weiter, das wäre ja nicht so prickelnd. Aber die Dinge, die wir als Konditionierung ganz tief in uns abgespeichert haben, die immer wieder dafür sorgen, dass wir gleiche Dinge denken, daraus resultierend gleiche Gefühle haben, daraus resultierend auf gleiche Art und Weise handeln, daraus resultierend uns sogar die Geschichte dann erzählen, glaubhaft uns selbst erzählen. Ich kann das jetzt nicht machen, weil das ist nicht zu ändern, weil da draußen ist Krise und das geht jetzt nicht, weil. Also diese ganzen Weil-Geschichten. Wenn wir die in unserem Kopf nicht mehr verankert hätten und wir so beginnen würden, neu zu denken, neu zu fühlen, neu zu handeln, was wäre das Resultat daraus? Andere Ergebnisse. Und ich kann mir gut vorstellen, bei dem, was ich dir jetzt schon so mitgegeben habe hier, dass der Kopf sagt, was für ein Schwachsinn, das geht doch nicht, weil, oder von was redet die da, oder kürzlich haben mir einige unter einem Video auch kommentiert, ja, dass das so traumtänzerisch wäre. Das Leben ist doch kein Wunschkonzert, das Leben ist kein Ponyhof und es gibt so viele Menschen, die was auch immer, ja. Ja, gibt's. Dennoch. Jeder erschafft sich seine eigene Lebenswirklichkeit. Das heißt nicht, dass es da draußen in der Welt Dinge gibt, wenn wir es bewerten sehen, einschließlich mir, wo man denkt, oh mein Gott. Nur indem ich da selbst mich klein halte und mir die Geschichte erzähle, ich kann nichts ändern und denke, die Armen da draußen, was auch immer das ist, ändere ich hier nichts. Wenn du dir erlaubst, die Themen, die du gerade im Außen siehst, die du eigentlich gerne ändern möchtest, und diese Themen, die du im Außen siehst, sei es Projekte aus der Natur, sei es Menschen zu helfen, in welchem Bereich auch immer, gesundheitlich, finanziell, was auch immer, die trägst du ja in dir, weil gleichzeitig auch ein Potenzial in dir ist, um das zu leben. Nur bis eben ist eine Konditionierung da. Ja, wie soll das gehen? Damit kann ich kein Geld verdienen. Da gibt es ja schon so viele, die das machen und. Und das sind alles Konditionierungen zum Bewusstmachen, die dich bis eben klein halten. Wo du zwar mal Lichtblicke hast und denkst, ja, jetzt geht's in eine andere Richtung, vielleicht auch schon viele Versuche gemacht hast, in eine andere Richtung zu gehen, aber dann sind immer wieder unsichtbare Gummibänder da, die dich immer wieder zurückholen. Das sind die Konditionierungen, wo ein Teil unseres Ichs, unserer jetzigen Ich-Identität, immer wieder daran anknüpft. Wie kannst du das ändern? Indem du es dir bewusst machst. Das ist immer der erste Schritt. Wie viel mehr kannst du mal bitte beginnen, dich selbst in deiner wahren Größe zu sehen? Wie viel mehr kannst du mal bitte beginnen, zu erkennen, wie einzigartig und besonders du bist? Wie viel mehr kannst du mal bitte dich dem Gedanken öffnen, Einladung, dass es dich auf dieser wunderschönen Welt hier mit keine Ahnung, wie viele Menschen hier gerade auf unserem wunderschönen Planeten wandeln, hab's mit Zahlen nicht so, dass es dich nur ein einziges Mal gibt, selbst wenn du einen Zwilling hast, es gibt dich nur ein einziges Mal. Und jetzt stell dir mal vor, wir könnten da bei den Programmen, die abgespeichert sind, diese vielen Schleier, die über uns gelegt wurden, um es mal anders auszudrücken, wir könnten die alle mal lüften und mal Format C hier auf unserer Festplatte machen. Wie viel mehr würdest du dann ab heute deinen Impulsen folgen?
dieser leisen Sprache in Form von Gefühlen wie deine Seele, das Universum, dein Higher Self, egal welchen Namen wir dieser Energie geben, immer mit dir spricht. Und im Hinblick auf Sicherheit, das ist auch eine ganz, ganz tiefe Konditionierung. Wir glauben, die Sicherheit im Außen zu finden. Wir glauben, die Sicherheit beim Partner zu finden. Wir glauben, die Sicherheit beim Arbeitgeber zu finden. Wir glauben, die Sicherheit irgendwo im Außen zu finden oder bei, wenn du selbstständig bist, bei Kunden oder was auch immer. Die einzige Sicherheit ist, dass du im Außen keine Sicherheit findest. Die Sicherheit findest du nur in dir. Warum? Weil du selbst dir deine eigene Lebenswirklichkeit erschaffst mit dem, was du denkst, mit dem, was du fühlst, mit dem, was du daraus resultierend ans universelle Feld an Energie aussendest und damit eben auch empfängst und entsprechend handelst. Das ist die einzige Sicherheit, die du findest. Niemals im Außen. Und ja, es ist unbequem, diesen Impulsen zu folgen. Ja, es ist unbequem, sich von der Konditionierung zu verabschieden und sich vermeintlich in dieses Feld der Unsicherheit zu begeben. Aber nur da liegt letzten Endes die Sicherheit, dass je mehr du deinen Impulsen folgst, deinem Herzen folgst, den Plan deiner Seele klar hast, dem Ruf deiner Seele auch folgst, also auch deinen Seelenberuf daraus kreierst. Ja, da mögen auch noch so ein paar Geldthemen transformiert werden dürfen, dass du dir auch erlaubst, wirklich die Geldenergie zu empfangen, die es dazu braucht, weil Geld ist definitiv da. Es geht immer nur um die Frage, vereinfacht dargestellt, wie viel bist du bereit und möchtest du wirklich empfangen? Und dann dem zu folgen. Und das wird alles in deinem Leben dahingehend verändern, wie du es wirklich gerne hättest. Das verursacht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Erfolg, den du gerne in deinem Leben hättest. Wenn du da tiefer eintauchen möchtest, weil du schon so oft es probiert hast und jetzt mal so eine, ja, so eine ganz effektive Variante hättest, wie du mal ganz rasch bei dir selbst ankommst, in die Tiefe deines Seins eintauchst. Es gibt eine Masterclass jetzt am 8. Februar, die ich gemeinsam mit unserer Tochter mache. Du findest in der Nähe von dem Video den Link. Meld dich da noch an. Ist ein super Special Sonderpreis. Selbst wenn du live nicht dabei sein kannst, du bekommst eine Aufzeichnung, kannst du dann ganz easy auch anschließend eintauchen und für dich dann eben das, was wir mit dir da machen, alleine für dich machen und dann sehen wir uns in der Masterclass. In diesem Sinne, ganz liebe Umarmung, hab noch einen schönen Tag und klick auf den Link in der Masterclass und melde dich an und sei dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.